Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. So good night, Mr. Diaz. Oh, und gute Nacht. Tschüss. So. Objekt erworben. So, damit ist das jetzt das Vercetti Estate und das gehört jetzt uns. Und schön. Haben $50,000 gekriegt dafür. Yay! Das so, ist doch schön. Speichern wir direkt mal ab. Diesen Erfolg müssen wir direkt mal abspeichern. So, und wir gehen jetzt hier vorne direkt und machen die erste Mission. Wir kommen sowieso nicht um die herum, weil danach können wir die ganzen Immobilien kaufen, die in Vice City rumstehen. Man kann es überall speichern auch, ne? Ja. Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Well, we can kiss all that hard. Ja, das ist Avery Carrington. Das ist der, von dem wir diese nervige Helikoptermission genau, das ist doch der mit immer mit seiner Liebe auf dem Bauch steht. Genau. Ja, ja, ja. Screw bribery. I'll show you how to make them scared. Ja. I'll be back here in 5 minutes. So, jetzt dürfen wir ein paar Schaufenster kaputt machen. Schaufensterschießchen, auch schön. Das ist schön, ne? Da freut sich Klein Phil. Ja, macht auch Spaß. So, wir dürfen... Vor jeder deiner Immobilien stehen dann noch die Waffen rum, ne? Nein. Nein, ah. Also, soweit ich weiß, also, wenn du Immobilien kaufst, bei denen du Missionen machst, glaube ich nicht. Aber bei den sonstigen Immobilien glaube ich schon. Ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen... Wie ist das bei dem Hotel eigentlich? Bei dem Hotel? Da sind die natürlich dann. Das sind die alle im Hinterhof, ey. Ja, nee, im ersten Stock. Das kann ich dir... Das kann ich dir gerne nochmal gleich zeigen, ja, ja. Aber... Nee, ich hab jetzt so gefragt. Wer braucht jetzt ein Hotel, ey? Also wir müssen uns so vorstellen, jetzt wo wir die Villa haben, so werden wir in 5 Jahren leben. Ja, genau. Nur werden wir uns halt wesentlich geschmackvoller einrichten. Genau, und nicht rot. Vor allem nicht. Genau. Für dich nehmen wir, werden wir eine pinke Villa kaufen. Ey, wir machen alles schön lila in den TGN-Farben. Oder so. Gut. Ja, Schaufenster kaputt machen. Ernsthaft? Ja. Was anderes geht's in der Mission nicht? Nein, wir müssen nur Schaufenster kaputt machen. Was zur Hölle? Mehr muss man nicht machen. Wie viele Schaufenster musst du kaputt machen? Alle, oder? Alle, da guck mal auf die Karte unten. Oh Gott, ist alles voll hier, ne? Ja, aber das geht eigentlich recht fix. So. Ja, solange du keine Menschen abschießt, solltest du auch nie mehr als einen Stern kriegen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, ist auch okay. Nee, okay, das hat sich dann damit auch. Oh Mann. Vielleicht hast du aber auch irgendwen getroffen. Kein Problem. Freizeitklamotten an und dann hat sich das schon erledigt. Ah ja, stimmt. Dafür müsst ihr im Einkaufszentrum, ne? Genau. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Kriege ich den Laden von hier rein? Nee, von hier kriege ich den nicht ins Visier. Schade. Oh, diese Kaufhausmusik, ne? Da so kann man nur Schaufenster kaputt machen. Oh, okay, weil Ammunition ist natürlich ein bisschen gefährlich. Das ist nicht Ammunition. Was ist denn das? Das ist einfach nur ein Plattenladen. Aber hast du denn gleich 4 Sterne jetzt? Frage ich mich ehrlich gesagt auch gerade. Aber die Mission müsste jetzt eh gleich vorbei sein. Vor allem bist du gleich tot. Na, tot bin ich noch beim besten Willen nicht. Noch? Nee. Ich habe noch ein bisschen Leben, habe ich noch übrig. Ich würde es ausrasten, wenn ich 4 Sterne hätte, ey. Ich würde mich gar nicht mehr ordentlich konzentrieren, ey. So, damit ist die Mission schon beendet. 5 Sterne, heftig. Ja. Aber jetzt können wir in bestimmten Gegenden Karten kaufen, genau. Objekte kaufen, die auf der Karte zu sehen sind. So, vorher waren ja die meisten Objekte, also die meisten gewerblichen Objekte, sagen wir es mal so, mit so einem blauen Haussymbol. Jetzt sind sie grün. Und jetzt können wir sie kaufen. Und jetzt, wo ich über $40 Millionen habe, die ich mir ehrlich durch einen Bug verdient habe. So, jetzt haben wir sowieso keine Fahndungssterne mehr. Und wir können jetzt mal zuschauen, wie die Polizei hier gerade mal richtig fett verliert. Finde ich interessant. Nee, guck mal noch. Warte, lass mal dran da. Also da kommen noch Massenschlägerei. Ich werde den Zehner auf die Bullen. Okay, bin ich dabei. Oh, das Handy klingelt. Tommy, son, a boy with a surprise for you. I'm down at recording studios with some major artists. Oh, Ken Paul hat wieder angerufen. Jetzt lernen wir ein paar Rockstars kennen. Machen wir auch gleich. Aber ich will jetzt erstmal in Ammunition gehen, um mich erstmal ein bisschen mit Waffen eindecken.
Weil ich habe nur noch 9 Schuss für die Schrotflinte und du weißt vielleicht noch von unserem Multiplayer-Abenteuer. Die Schrotflinte ist meine Lieblingswaffe. So. So, immer her damit. Wir brauchen mindestens, sagen wir mal, 200 Schuss. Das müsste reichen. So. Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Ah, Avery. Hey Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Alles klar. Im Prinzip hat uns Avery Carrington nochmal und hat uns im Prinzip nochmal im Telefonat das erklärt, was eben in der Cutscene kam, von wegen, dass wir jetzt Immobilien kaufen könnten, um Geld zu verdienen. Okay. Ja. So, jetzt habe ich natürlich das Wichtigste vergessen. Eine kugelsichere Weste. Und Granaten. Und oh Schneipen. Gott, jetzt ruft mich noch jemand an. Oh, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? Busy trying to sort things out. Ach komm, ich will hier endlich raus. Dieses Gedudel geht mir auf den Nerv. Hallo. Hallo. Ja. Ja, ich sag den Leuten hier hallo. Ja, man muss ja überall mal, ne, auch mal den Fans die Hand geben. Das muss schon mal drin sein, ganz auf jeden genau. Fall. Ganz genau. Richtige Einstellung. So, runter würde da. Würde sonst definitiv auf TGN halt einen schlechten Ruf und so, ne? Genau. Ja. Von hier auch. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt nochmal zu... Ne, wir machen jetzt die nächste Versetti-Mission. Da habe ich jetzt Bock drauf. Aber ich bin mir gerade am überlegen, welche Mission ist richtig episch, die ich jetzt auf jeden Fall machen muss. Ja, doch, die nächste Versetti-Mission machen wir jetzt. So. Wie du auch alle Missionen bei jedem Kerl in der richtigen Reihenfolge im Kopf hast, einfach mal. Phil, ich habe das Spiel so oft durchgespielt. Ich habe dieses Spiel sozusagen so durchgesuchtet. Ich habe es auch einmal schon auf 100% durchgehabt, ohne Cheats oder so. Weil ich 100% heißt? 100%. 100 Päckchen alle. Alle Monster-Stunts. Alle Immobilien erworben. Alle Missionen erworben. Erworben. Ja, erworben. Alle Bürgerwehrmissionen, Feuerwehrmissionen, ja, genau. Krankenwagen, Taxi, alle Nebenmissionen, alle Rennen, alle Autos abgegeben, die du aufgeben kannst. Kann man die dann abgeben? Bei Sunshine-Autos, die kannst du dir später kaufen. Da ist unten so eine Garage und da steht halt immer so eine Liste von Autos, die Garage dann sozusagen haben will und ja. Kannst du dann mitnehmen. Ah, hier sind unsere Waffen. Alles klar. Hätte ja, ich guck mal. Hast du doch alles hier. Krass. Ah, doch. Okay. Was du alles hast, ey. Heftig. Ja, wie gesagt, 99 Päckchen habe ich ja noch. Ja, wo ist das letzte? Das holen wir bei einer Mission in den Filmstudios. Weil das Gebäude, was wir dafür bräuchten, ist noch abgeschlossen. Es kommt erst später, oder was? Ja, wir müssen nur mit dem Aufzug hochfahren. Aber wie gesagt, es ist abgeschlossen. Ah, okay. Some bars refusing to pay. Ich find's aber genial, dass Tommy in seiner Villa eine eigene Bar hat. Das will ich auch später haben. You call this handling it? You two, off your asses. Ihr zwei, hebt mal die Hintern. Das ist eine klare Ansage. Gut. Wir brauchen. Ja, ich brauch die eigentlich gar nicht, ganz ehrlich. Ihr bleibt hier und macht gar nichts. Ich brauch euch nicht. Ihr steht mir nur im Weg. So. Oh, ich finde es so geil, auf Wave 103 läuft der Nena, ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Ja, dann weißt du, da läuft 99 Luftballons. Genau. Da läuft allgemein auch so, ach, viel richtig geiles Zeug. Ja, also es ist halt in die 80er. Kann man da auch so Sachen wie What is Love läuft auch im Radio, oder? What is Love? Nee. Das nicht? Nee, das nee. Irgendwas richtig episches, was ich immer mitgesungen habe, lief noch. Was gab's denn da? Africa von Toto? Nee. Was gab's denn da? So. Wir sollten die eigentlich ausschalten. Ich hab die jetzt einfach über den Haufen gefahren. Ja, so im Prinzip läuft doch dasselbe hinaus. Ja. Was kriegst du eigentlich, wenn du 100 Päckchen hast in Vice City? Kriege ich einen Kampfhubschrauber. Mit dem kannst du auch Bürgerwehrmissionen machen. Gut, dann... Oh, das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Ja, das war ganz knapp. Aber es sieht bei Nacht echt schön aus, ne?
Ja, aber wenn es nicht regnen würde, sähe es noch besser aus. Regen so. Kenne ich gar nicht, so pixelig ist das. Okay. Aber es freut mich zu sehen, dass du es richtig flüssig siehst. Es ist verdammt flüssig. Also es läuft bestimmt locker auf 30 Frames bei mir gerade. Das ist schön, so. Für eine Übertragung per Skype ist das echt gut. Aber es ist halt einfach auch relativ pixelig, ne? Aber man erkennt es trotzdem ganz gut. So, mal kurz gucken. Ey! Verdammt! Zwei sind abgehauen. Ja, wie soll ich die jetzt ohne Bike kriegen? Mit dem schnellen Wagen da. Ja. Hoffentlich ist kein Streifenwagen in der Nähe. Oh, komm, gib Gas. Wenn die Mission jetzt fehlschlägt, deswegen hasse ich mich. Oh, jetzt kommt die Kavallerie von denen. Mit ihren verdammten Panzerwagen. So. So, das war der erste. Hast Mission erfüllt. Okay, hast Drive-By so. Gemacht. Ne? Genau. So, und wenn wir schon mal hier sind, zeige ich dir gerade mal, wo du hier die Waffen findest in deinem Hotel, wenn du mal so viele Päckchen haben solltest. Gehst hier einfach die Treppe hoch und da grinsen sie dich schon an. Oh, da liegen sie alle? Da liegen sie alle. Was? Hier und in deinem Zimmer und... Überall verteilt. Genau. So, das Handy klingelt schon wieder. So, es ruft uns schon wieder Lance an und jammert rum, dass er nicht genug Geld kriegt. An was erinnert uns das, Phil? An alle Mitglieder von TGN. Genau. Nein. Tobi, wir wollen mehr Geld. Wann kommt unser Geld? Wann get ich Money? Oder was hast du gesungen? Ja. Du solltest mal wirklich ein Video dazu machen. Ja, mal gucken. Nein, im Ernst, mach mal ein Video dazu. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, wie es auch schon wieder 0.15 Uhr ist mittlerweile. Ja und? Musst du morgen wieder arbeiten, oder wie? Nö, nicht wirklich. Ja, dann ist doch egal. Ich glaube, ich schreibe gerade mal mit meiner Freundin. Ich glaube, die meinte nämlich, dass sie Donnerstag frei hat. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob diese Woche... Okay, die hat morgen auf frei, dann bleibe ich. Dann kommen wir...